Das ist unser Militär, wie sie gerade eine russische Drohne abschießen. Malokatarinivka, ein ukrainisches Dorf direkt an der Front. Ein Dorf, das ohne Trinkwasser leben muss. Wir helfen uns gegenseitig, was auch sonst. Malokatarinivka liegt direkt am Kachowka-Stausee, der gerade trockengelegt ist, aber für ein echtes Naturwunder sorgt. Der Kachowka-Stausee ist etwa 5-mal so groß wie der Bodensee, aber seit mehr als einem Jahr ist er komplett leer, weil Russland den nahegelegenen Staudamm zerstört hat. Für die Menschen bedeutet das, dass ihre Lebensader weg ist, ihre zentrale Wasserquelle. Und ich will wissen, wie sie diesen Sommer, diesen extrem heißen Sommer, bewältigen und welche Lösungen sie gefunden haben. Meine Reise beginnt in Dnipro, im Südosten der Ukraine, knapp 1 Million Einwohner. Von hier sind es etwa 2 Stunden bis in das Dorf, in dem ich mir Antworten auf meine Fragen erhoffe. Wie leben die Menschen hier? Können sie sich mit der Situation arrangieren? Zu diesem Zeitpunkt weiß ich noch nicht, dass mich diese Reise Wochen später beschäftigen wird. Aus einem tragischen Grund. Mein Team und ich haben uns lange auf diese Reise vorbereitet. Wir wissen, dass es gefährlich werden kann, auch wenn die Region zuletzt von Angriffen verschont blieb. Also schusssichere Weste ist obligatorisch, da ging gerade auch schon wieder der Alarm los und wir sind halt hier ja so ungefähr 12 Kilometer entfernt von der Frontlinie. Mein erster Stopp, ein Dschungel mitten im Kriegsgebiet. Wadi Manjuk ist Ökologe an einer nahegelegenen Universität. Ist jetzt keine Minute vergangen und er hat sofort das Fernglas rausgeholt. Wir sind in der Region Saporija, am ehemaligen Kachowka-Stausee. Unser Ziel, das kleine Dorf Malokatarinivka. Russland hält gegenüber Gebiete besetzt. Was hier am und im Stausee passiert, ist für den Wissenschaftler ein echtes Naturwunder, wie er mir zeigen will. Jeden Tag entdecke ich etwas Unbekanntes. Wir müssen das notieren, weil was hier passiert, ist etwas Neues. Ein ganz besonderes Ökosystem. Es gibt nirgendwo etwas Vergleichbares. Er entdeckt Tiere, Pflanzen, die für die Region völlig untypisch sind. Doch das Naturwunder, wie er es nennt, begeistert nicht jeden. So sah der See einmal aus. Wasserquelle, Lebensader für eine ganze Region. Der Stausee war etwa 5-mal so groß wie der Bodensee. Dann zerstört Russland den nahegelegenen Staudamm. Hunderte Menschen werden getötet, verletzt, verlieren ihr Hab und Gut. Der See läuft danach komplett leer. Die Natur erobert sich den Kachowka-Stausee zurück mit Tier- und Pflanzenarten, die es Jahrzehnte nicht gegeben hat. Auf der anderen Seite laufen Rohre leer, die Menschen haben kein Trinkwasser. Deswegen müssen sich die Kommunen entlang des Stausees jetzt neue Lösungen einfallen lassen. Im Dorf leben einige Bewohner auf einer Anhöhe. Olena Frolova zum Beispiel mit ihrer Familie. Gerade wartet sie auf frisches Wasser. Das kommt seit dem Kachowka-Angriff nicht mehr aus Leitungen, sondern ein LKW bringt es alle paar Tage vorbei, für sie und die anderen im Ort. Ich freue mich gerade so sehr, denn ohne Wasser kann man einfach nicht leben. Wir gehen in ihren Garten. Da hat sie einmal Erdbeeren angebaut, erzählt sie. Weil Wasser fehlt, kann Olena das nicht mehr machen. Die Menschen führen hier ein hartes Leben, sie haben kein fließendes Wasser. Und es fehlt ihnen das Wasser eben auch für die Ernte, die Erdbeeren, die sie verkaufen könnten. Und nebenbei sind immer wieder Explosionen zu hören, weil es hier nur wenige Kilometer sind bis zur Frontlinie. Explosionen, wie in diesem Moment. Das ist unser Militär, wie sie gerade eine russische Drohne abschießen. Diese Drohnen sind überall, wollen ausspähen, ob irgendwo etwas passiert. Also mir macht das jetzt gerade ein bisschen Angst, aber sie sind ganz entspannt. Das ist normal, wir haben uns schon daran gewöhnt. Ich werde gleich ein bisschen helfen können bei der Gurkenernte.
immer noch in Schutzausrüstung, weil wir ganz nah an der Front sind. Und ich merke jetzt schon, wie ultra heiß das hier ist im Gewächshaus. Gemüsebauer Ruslan Novikov musste kreativ werden, seit die Wasserquelle versiegt ist. Deshalb hat er einen Brunnen in der Nähe angezapft, führt das Grundwasser nun über Leitungen in seine Gewächshäuser, ein paar hundert Meter entfernt. Mit dem wenigen Wasser kann der 32-Jährige zumindest ein paar kleine Gurken ernten und später verkaufen. Es sind die ersten in diesem heißen Sommer ohne Wasserversorgung. Wir helfen uns hier gegenseitig. Was soll man auch sonst machen? Jemand sagt, mach es so und so und dann klappt es auch. Das Wichtigste ist, dass man nicht aufgibt. Der Brunnen sorgt dafür, dass sein Betrieb vorerst weiterlaufen kann. Ruslan beschäftigt 3 Mitarbeiter. Dass der Stausee jemals wieder gefüllt wird, daran glaubt derzeit niemand im Ort. Zu groß sei die Gefahr, dass er zum Angriffsziel für Russland werden könnte, das auf der anderen Seite Gebiete besetzt hält. Ökologe Vadim Manyuk weiß, dass vielen Menschen in der Region lieber wäre, wenn der Stausee voll wäre. Er sagt aber auch, es gibt durchaus Alternativen. Als das Reservoir noch so wie früher war, da wurde die gesamte Infrastruktur darauf ausgerichtet. Jetzt muss genau dasselbe gemacht werden, aber zu den neuen Bedingungen ohne Stausee. Es gibt im Fluss Dnipro genauso viel Wasser wie vorher und das kann man doch sinnvoll nutzen. Genau das macht die Gemeinde derzeit. Sie will ran an den nahegelegenen Fluss. Dafür sollen Rohre tiefer gelegt werden, eine Pumpe das Wasser später in die Orte drücken. Eine Sorge bleibt dabei, denn auch der Fluss verliert Wasser, weil es so heiß ist. Wir hoffen einfach inständig, dass es im Winter viel Regen geben wird und der Wasserspiegel insgesamt wieder steigt an allen Punkten. Und dass es im Sommer überhaupt mal wieder regnet. Es ist alles extrem trocken und das wird immer wieder zu Problemen führen. In wenigen Wochen wollen sie fertig sein mit den Bauarbeiten, damit es am Kachowka-Stausee endlich wieder Trinkwasser gibt. Das ist ein Riesenthema für die Menschen hier, Wasser im Stausee, ja oder nein. Aber am Ende ist bei diesen ganzen Fragen und wenn schon wieder Luftalarm zu hören ist, dann doch irgendwie zu sehen, wie wichtig es ist, ein bisschen abschalten zu können. Und dazu gehört eben auch Wasserabkühlung im Sommer. Am Ende meiner Reise liegt er nochmal direkt vor mir, der leere Kachowka-Stausee. Zeit, um die vielen Gespräche und Eindrücke zu reflektieren. Auf meiner Reise an den Kachowka-Stausee wollte ich herausfinden, wie die Menschen damit umgehen, dass dieser Stausee eben kein Wasser mehr führt. Sie haben mir gezeigt, dass sich die Natur das Ganze zurückholt, mit Tier- und Pflanzenarten, die es seit Jahrzehnten nicht gab. Die Menschen haben mir aber auch gezeigt, und das hat mich sehr betroffen gemacht, wie sie leben müssen ohne Trinkwasser. Deswegen suchen sie jetzt nach Lösungen in der Gemeinschaft, um eben wieder Wasser zu bekommen. Denn für sie ist klar, der Stausee soll nicht wieder gefüllt werden. Zu groß ist wohl die Gefahr, dass die nächste Katastrophe kommen könnte. Kurz nach meiner Reise erreichen mich diese Bilder. Das Café, in dem wir Pause machten und Menschen interviewten, wurde angegriffen und zerstört. Ein 15-Jähriger starb. 4 weitere Kinder wurden teils schwer verletzt. Ein Schock für den Ort. Und auch für mich. Malokaterinivka muss jetzt auch damit klarkommen. Neben dem großen Problem, dass weiter Wasser fehlt.